Grüße und herzlich willkommen zum 28. Teil von Let's Play Tomb Raider. Im letzten Teil haben wir etwas diese Gegend erkundet, mussten dort rüber auf dieses alte Wrack, was aus portugiesischer Richtung wohl stammt. Auf jeden Fall sagte der Lehrer, dass es portugiesisch ist, über 100 Jahre alt sein muss, um dort den Flaschenzug zu finden. Anschließend kehrten wir zur Gruppe zurück und mussten feststellen, dass es doch einige Konflikte innerhalb dieser gibt. Denn Whitman hatte ein sehr merkwürdiges Verhalten an den Tag gelegt und das mussten wir natürlich erstmal etwas analysieren. Aber diesen Streit mussten wir schnell beiseite legen, denn dieser Streit führte zu keiner Lösung. Denn hier müssen erstmal alle an einem Strang ziehen. Nun wird es unsere Aufgabe sein, versuchen Alex zu finden. Diese Seilwinde wird wohl eher für den Rückweg erforderlich sein. Aber erstmal geht es hier unten weiter. Ja, Alex machte sich auf den Weg zur Endurance und wir mussten feststellen, dass er nicht wiedergekommen ist. Ich bin gerade sprachlos, denn das sieht einfach fantastisch aus. Wow, muss man dazu echt mal sagen. Schießen Sie Seilpfeile auf raue Felswände. Okay, na dann wollen wir das mal tun. Eine neue Entdeckung sozusagen für uns. Wir könnten natürlich auch dort rüber. Jetzt ist natürlich die Frage, was bringt mir das, wenn ich dort rüber gehe? Okay, das ist alles noch nicht verfügbar. Aber mich würde ja mal wirklich sehr stark interessieren, was ich dort drüben finden kann. Oder ist das nur ein anderer Weg? Das ist jetzt die Frage. Na komm. Okay, natürlich können nicht zwei Seile hier angebracht werden. Also machen wir uns erstmal dort rüber. Das interessiert mich jetzt wirklich sehr. Drücken Sie D. Na, dann machen wir das. Ja, dass ich da durch Seil klettern kann, das ist jetzt mal Nebensache, würde ich meinen. Okay, du kannst wieder weggehen. Liebes. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Ja, ich hoffe, er ist nicht zu draufgängerisch, denn das schreit echt nach Gefahr, muss ich sagen. Aber das sieht ja wirklich alles sehr abenteuerlich aus. Muss man auch mal dazu sagen. Also wahrscheinlich ist es egal, man kann links oder rechts lang. Ich will trotzdem mal dort drüben lang. Vielleicht gibt es hier auch etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Aber die Erfahrungspunkte lasse ich nicht liegen. So. Und wir haben wieder einen Fähigkeitsaufstieg oder einen Stufenanstieg, wie man es auch immer bezeichnen mag. So. Dort. Ich glaube nur, dass es für den Rückweg. Obwohl, nee, dafür gibt es ja diese Seile dort oben, die gespannt sind. Deswegen wohl auch, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ah, gut, es ist nicht runtergefallen. Na dann, springen wir mal hier nach oben und versuchen dort runter zu gelangen. Ich will die Erfahrungspunkte, die nehme ich auf jeden Fall mit und lasse ich nicht einfach liegen. Na, Lara. Gut, auch das übersehen wir mal. Ja, also an manchen Ecken, muss ich sagen, gibt's kleinere Fehler, aber ganz ehrlich, sie trüben jetzt nicht wirklich den Spielspaß, denn das Spiel an sich funktioniert meiner Meinung nach tadellos. Auch da gibt es wieder kleinere Szenen, wo man sagen könnte, okay, das hätte so nicht passieren sollen. Wie zum Beispiel, dass im
Moment, jetzt muss ich überlegen, im 24. Teil oder so eine Stelle nicht ausgelöst wurde, die hätte ausgelöst werden sollen. So, der Instinkt zeigt nach dort oben. Was ist das denn? Also irgendwas hat das auch noch zu bedeuten, aber was? Moment. Na, gucken wir doch mal. Minenräumung, okay. Wir haben noch ein paar davon hier irgendwo rumliegen. Aber ja, diese kleinen Nebenaufgaben finde ich doch wirklich gut eingesetzt. Sie sind halt unauffällig, sind nicht so penetrant, also die spielen sich nicht so auf. Aber das ist eben fein. Da hat man noch was für den Erkundergeist eingebaut. Also haben wir doch einiges aus Tomb Raider-Spielen hier verbaut. Na gut, die habe ich wohl verjagt. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wo müssen wir denn jetzt genau lang? Es gibt viele Wege, vielleicht zu viele, aber nein, es kann nicht zu viele geben. Sie führen ja letztendlich an ein und dasselbe Ziel, aber man möchte ja doch gerne mal die Wege erkunden, um nicht irgendetwas auszulassen. Neuen Ort entdeckt. Ah, okay, das ist dann diese ganze Ortschaft hier. Und da ist wieder ein geheimes Grab. Na, das werden wir dann doch auch untersuchen. Dort gibt es einen Geocache, den wir nicht eingesammelt haben, aber den werde ich jetzt auch nicht einsammeln. Ah, erstaunlich, diese alten Schiffswracks hier. Die Frage ist, ob wir das jetzt irgendwie lösen können. Achso, natürlich. Das ist doch sowas von offensichtlich. Bloß, wie tief ist denn das jetzt bitte gefallen? Das heißt also wieder mal etwas nach unten. Liebe Lara, ich habe gesagt runter. Und vielleicht noch eins tiefer. Genau. So sind wir wieder am Boden der Tatsachen angelangt. Oh, wir haben 2 von 3 Bogenteile gefunden. Sehr schön. Und hier haben wir noch eine Kiste. Wurde das wirklich als Kopfstütze benutzt? Oder gehört es zu einem größeren Bildhauerwerk? Ich werde es herausfinden, falls ich je von hier wegkomme. Irgendwie werden wir hier ja wegkommen müssen. So viel ist klar. Denn Lara wird ja später die Archäologen schlechthin. Nun heißt es aber wieder nach oben aufzubrechen. Gucken, wie wir das am besten anstellen. Einfach mal hier entlang balancieren. Und vielleicht können wir ja dann hier an die Kante springen. Ja, sehr gut. Und Lara hält sich sogar fest. Glücklicherweise rutscht sie davon auch nicht ab. Eins weiter nach oben. Hier können wir auch erstmal nicht weiter. Ich weiß nicht, ob die Kisten auch irgendwelche Geheimnisse in sich bergen. Ja, die kann man bestimmt irgendwie zerstören. Und das sieht... Ja, wonach sieht das denn aus? Neuen Ort entdeckt. Was haben wir denn neu entdeckt? Okay, da unten befindet sich noch etwas, was wir einsammeln können. Na gut, sei es drum, jetzt geht's aber erstmal nach drüben. Vielleicht können wir hier diese Früchte pflücken. Achso, nein, ich habe nichts gesagt. Das sind natürlich keine Früchte. Was gibt es denn dort nun? Das sieht so aus, als würde man dort runterrutschen. Achso, das ist wahrscheinlich nur eine andere Möglichkeit, um nach drüben zu gelangen. Wo habe ich denn das übersehen, bitte? Es muss sich dort in diesem Schiff befinden. Aber einen sinnvollen Rückweg gibt es erstmal nicht. Na gut, das soll jetzt auch nicht Gegenstand der Sache sein. Weiter müssen wir nach... Aber davor sammeln wir auch dieses Bergungsgut ein. Und was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau hat alle Gefangenen befreit.
und alle anderen umgelegt. Wo zum Teufel ist sie? Ich weiß es nicht. Was? Nicht nur eins. Dimitri und Nikolai sind auch tot. Heilige Scheiße. Hat jemand Boris informiert? Er leitet die Plünderung des Schiffs, auf dem sie gekommen ist. Ich glaube nicht, dass er weiß, was los ist. Scheiße, wenn er erfährt, dass seine Brüder tot sind. Dann möchte ich nicht in seiner Nähe sein. Der Hurensohn wird total ausrasten. Na gut, sei es drum. Er hat erstmal das Zeitliche gesegnet, wo ist aber der andere? Na gut, ob wir diese Erfahrungspunkte noch erreichen, das ist fraglich. Aber auch diese Gespräche zwischen den Widersachern ist doch schon sehr interessant, denn dort erfährt man auch nochmal ein paar Informationen. Hier gibt es wohl erstmal nichts weiter zu entdecken. Also, dass wir erstmal eine Runde baden gehen. Wir müssen eigentlich nach oben und dort ist noch das geheime Grab. Wie heißt das? Grabhinweis. Achso, das ist erstmal nur ein Grabhinweis. Na gut. Ergründen wir vielleicht nachher. Wenn ich weiß, wie ich denn dorthin komme. Na gut. Haben wir erstmal einen Rundgang gemacht und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bräuchte aber weitere Pfeilmunition. Sehe ich gerade. Obwohl nicht gerade, aber. Naja. Gut, manchmal bin ich etwas verpeilt. Sei es drum, weiter im Text. Wollen wir erstmal ein bisschen anlaufen? Ist das möglich hierin? Achso, doch, hier drauf. Dann hier an die Wand. Also ob das auch in echt geht, würde ich gerne mal herausfinden. Wenn man gegen eine Wand springt, ob man dann noch so viel Kraft hat, um sich nach oben zu drücken, stelle ich mir eigentlich sehr schwierig vor. Und natürlich renne ich fast in die Arme oder in die Hände des Feindes. Ah, der Schalldämpfer, der ist schon sehr praktisch. Das war schon gut, diesen auszurüsten, auch wenn die Schüsse vielleicht etwas abgeschwächt sind. Aber gegen einen lautlosen Kopfschuss kann eh keiner was ausrichten. Und da ist es egal, ob dieser abgeschwächt ist oder nicht. Wie viele Pfeile habe ich? Ich habe 8 Pfeile. Moment. Das lasse ich nicht einfach auf mir sitzen. Dieses Bergungsgut gehört mir. Gut, dass es extra schnell brennende Seile sind, die für das Netz verwendet wurden. Dadurch ist die Wartezeit doch relativ gering. Und wir müssen sogar hier lang, denn dort an der Seite kommen wir eh nicht nach oben. Okay, hier könnte man, wenn man taktisch vorgehen möchte, wohl hier hinaufklettern. Aber das ist halt diese kleine Vielfalt, die es hier in diesem Spiel gibt, macht das alles doch sehr interessant. Also ich lobe dieses Spiel wirklich sehr hoch und ja, das meiner Meinung nach auch zu Recht. Anhand dessen sollte man ja merken, dass das sehr subjektiv ist, was ich hier auch wiedergebe. Aber nun weiter nach oben. Okay, wir wissen nun, dass sie auch sterben kann, wenn sie aus zu großer Höhe fällt. Aber wir haben ja jetzt erstmal alles aufgenommen. Also an Bergungsgut ist hier nichts mehr. Zumindest bisher, was ich hier gesehen habe. Also, weiter im Text. Ja, ich hatte mich etwas verdrückt, was mir gerne mal passiert. So. Hier kommen wir mit der Schrotflinte nur weiter. Mal gucken, ob das auch so einfach klappt. Oder ob wir irgendwo einen Punkt haben, wovon wir aus mit der Schrotflinte schießen können. Erreichen Sie das Wrack der Endurance? Ja, möchten wir gerne machen. Was ist denn da unten eigentlich?
Lassen wir uns mal runterfallen. Wie es aussieht, nichts. Na gut, also wieder hoch. Ah, ich habe ja keinen Punkt, von wo ich aus das hier zerstören könnte. Weil von hier oben werde ich mit der Schrotflinte wohl nicht rankommen. Ist ja logisch. Ah, Moment. Okay, wir haben einen Ort, wovon wir mit der Schrotflinte das hier zerstören können. Aber erstmal wird das hier wieder untersucht. Das war jetzt irgendwie seltsam. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwas entdeckt habe oder nicht. Ach doch, hier haben wir unsere Schrotflinte und auf damit. So, dadurch können wir nämlich wieder nach oben klettern. Und ich habe wieder keine Pfeile mehr. Und ich meinte ja noch zuvor, dass sie hier wie Sand am Meer rumliegen. Und dadurch kann ich auch den Bogen momentan nicht ausrüsten. Na gut, ja, kann man jetzt halten, von was man will. Ob das nun gut ist, dass man ihn nicht ausrüsten kann. In hitzigen Gefechten kann das natürlich unser Vorteil sein. Und dieser Schwimmer, ich weiß nicht, was der zu bedeuten hat. Aber hoffentlich lauern uns jetzt nicht zu viele Feinde auf. Was zum Teufel sagen wir den Vollstrecker? Nur keine Sorge. Wir sagen, er ist durchgedreht und gesprungen. Aber du hast ihn erschossen? Details, Mann. Die finden doch nicht mal seine Leiche. Verdammt, Bruder. Warum musstest du das tun? Er hat sein Maul nicht gehalten. Hat mich wahnsinnig gemacht. Sonnenkönigin hier, Sonnenkönigin da. Immer nur beten und singen. Unerträglich. Umhauen hätte gereicht. Ich bin durchgedreht. Das passiert hier ziemlich schnell. Schon, aber du musst das kontrollieren. Halt einfach den Mund wegen der Sache, okay? Klar, klar. Na gut, dann habt ihr mir genügend Informationen gegeben. Ah, ich lasse mich natürlich auch freiwillig treffen. Was war denn das jetzt? Schnell wieder das Versteck hier. Zeit zu sterben! Ich komme und hol dich! Na gut. Na komm. Na komm. Jetzt bist du dran. Ich mach dich fertig. Oha. Wenn sie clever wären, würden sie uns jetzt hier runterstoßen. Ich muss eigentlich... Ach, ich habe natürlich wieder zu früh gedrückt. Okay, jetzt aber. So, das konntest du nicht überleben. Kopfschusskiller gab es sogar als Bonus. Na gut, ob man sich damit brüsten sollte, weiß ich nicht. Okay, es ist nur ein Spiel, deswegen in Spielen ist das immer so zweierlei. Solange man sich das ja nicht immer so zu Herzen nimmt. Ja, die Frage ist, wie kriege ich denn diese Tür auf? Ach so, ganz einfach. Also werden wir jetzt dieses Grab nebenbei erkunden, in der Hoffnung, dass wir hier auch noch Pfeile finden. Aber zuerst geht es, das hier zu untersuchen. Die Form dieser Stütze scheint etwas bequemer zu sein. Vielleicht ist das ja eine Weiterentwicklung dessen. Weitere Informationen gibt es nicht. Oh, 3 von 3 Jade aus der Yuan-Dynastie gefunden. Nicht schlecht. Nun werden wir aber weiter aufbrechen in das geheime Grab. Ich weiß, dass ich in der Barackenstadt irgendwo eins übersehen habe. Ein Blick auf die Karte genügt, um das festzustellen. Gucken wir aber erstmal hier rum.
Weitere Munition ist nun unser eigen. Hier haben wir noch einen Schrank, den wir aufbrechen können. Oho! Modifizierung verfügbar. Finden Sie ein Lager? Na gut, wir werden uns ja eh zum Grab begeben, wo sicherlich etwas dergleichen sein wird. Wieder ein bisschen Anlauf holen und festkrallen. Also man bräuchte echt wirklich viel Kraft, um sich dann an dieser Axt und die Axte wahrscheinlich festzuhalten. So, nehmen wir mal unsere Fackel. Und da wird auch nicht lang gefackelt, dass wir hier jetzt nun durch diesen Gang gehen und weitere Munition aufnehmen. Haben wir jetzt endlich wieder Pfeile? Nein, haben wir immer noch nicht. Okay, dann sehen wir uns doch erstmal hier um. Hier können wir uns zwar eine Abkürzung schaffen. Also legen wir diese erstmal frei. Es sieht wahrlich aus wie ein, ja, Rückweg oder ähnliches. Denn von dort unten kommen wir ja. Oder Moment. Ja, tatsächlich. Na gut, man muss es ja doch mal überprüft haben. Aber okay, doppelt hält besser. Deswegen diesen Weg nochmal nach oben. Und nun geht's weiter Richtung geheimes Grab. Aber hoffentlich kommen wir jetzt nicht mit zu vielen Widersachern in Kontakt. Hier haben wir erstmal etwas Bergungsgut, was uns wieder nützlich sein wird. Wieder etwas zu entdecken. Und ein Blick auf die Karte würde natürlich auch helfen. So hätte ich wahrscheinlich auch diesen einen Geocache nicht übersehen. Aber erstmal hier gucken. Wo sind die ganzen Kinder hin? Noch ein Name, vorsichtig ins Holz geschnitzt. Coco. Das hat wohl mal ein Kind namens Coco gehört, wenn das jetzt ein Name ist. Es klingt zumindest asiatisch bzw. japanisch, also könnte das durchaus sein. Aber interessant. Okay, da haben wir jetzt einen Familienausflug, haben wir auch 2 von 3 Reliquien gefunden. Wir haben doch schon einiges gefunden, muss ich sagen. Ja gut, bei den Dolchen sieht es jetzt noch nicht so gut aus, aber vielleicht kommt das ja noch. Und diesen Schrank brechen wir jetzt auch wieder auf. Ach, dieses Spiel, das könnte ich den ganzen Tag durchspielen. Aber das Problem wäre, ich könnte nicht so viel aufnehmen, da meine Festplatte nur nicht wirklich die größte ist. Und nun weiter hinein. Ah, es sieht wirklich alles sehr abenteuerlich aus. Und in echt wäre das wirklich sehr furchteinflößend, weil man wohl immer damit rechnen müsste, dass hier etwas zusammenbricht. Bürostühle haben wir ja auch. Also der Sperrmüll sollte hier mal vorbeischauen. Das überflutete Gewölbe. Interessant. Worum es da wohl gehen wird, das werden wir jetzt aber nicht erfahren, denn wir haben jetzt ein Kommandogewehr. Sturmgewehr zu Kommandogewehr. Okay, hat es denn jetzt auch ein verändertes Aussehen? Ach, Moment. Wir haben doch jetzt natürlich auch Waffen-Upgrades, die man machen können. Und ich würde gerne den Bogenexperten nehmen. Benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schaltet das Kopfschussfadenkreuz frei. Ich meine, ich werde sowieso alles nehmen. Deswegen werde ich mit dem Bogen anfangen. Genau, drücken Sie F, während Sie den Bogen benutzen, um betäubten Feinden mit einem Pfeil den Rest zu geben. Meistern! Neue Fähigkeit gemeistert. Sehr gut. Da brauchen wir wieder Fähigkeitspunkte. Ah, hier natürlich auch. Ist verständlich, ich wollte zu den Waffen noch gehen. Nun gut, was haben wir denn jetzt hier? Oh, wir haben ein Visier.
Erhöht den Zoom und verbessert so die Präzision auf große Entfernungen. Drücken Sie Y zum Zoomen. Das klingt auf jeden Fall sehr brauchbar. Oh, und der Schalldämpfer, der braucht ganz schön viele Materialien. Schüsse werden schallgedämpft und ihr Schaden damit leicht verringert. Drücken Sie 4, um schallgedämpfte Schüsse auszuwählen. Mhm. Was hatten wir denn hier noch Schönes? Ergonomischer Griff und so weiter und so fort. Bei der Schrotflinte haben wir noch nicht alle Teile gefunden. Aber zurzeit haben wir alle Upgrades davon gemeistert. Der Schalldämpfer ist natürlich sehr interessant. Und ich denke mal... Obwohl, warte mal, die Splittergranaten... Ach doch, die habe ich ja schon. Moment. Diese Granaten setzen bei der Detonation Schrapnelle frei, die Feinde in einen großen Wirkungsradius außer Gefecht setzen. Haben wir natürlich auch noch nicht, denn das benötigt sehr viele Materialien. Das heißt, wir müssen darauf erstmal sparen. Okay, was dieses Grab nun beinhaltet, wissen wir noch nicht. Aber das werden wir im nächsten Part herausfinden, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider. Das Grab wird erkundet und wir werden zur Endurance aufbrechen, um hoffentlich Alex lebend zu finden. Denn er klingt sehr abenteuerlustig, aber ich hoffe, das wird nicht sein Todesurteil. Seid gespannt darauf. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euer The Francine.